So, da wären wir auch schon wieder. In der Zwischenzeit gab es doch recht viele Kommentare, dass zum Beispiel die Anzahl der Bediensteten nicht unbedingt von den Betten abhängt, sondern eigentlich aus der Mischung von Betten und Schränken. Das heißt, pro Bett brauchen wir wohl zwei Schränke. Das heißt, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, bauen wir jetzt hier erstmal noch drei Spinte. Spinte. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Da und da und dann noch da. Außerdem habe ich überlegt, ob wir nicht vielleicht kurzfristig unsere Jungs wieder reinholen sollen. Also wir haben ja ein paar im Ausland quasi. Ich weiß ja nicht wirklich, wo die geheime Insel ist. Also wissen wir auch nicht, ob die nicht vielleicht direkt neben unseren Jungs ist. Da so. Ja, aber die zurückholen, damit wir ein bisschen mehr in der Basis vorankommen. Gerade jetzt wegen den langen Wegen kriegen die doch nicht so viel gebacken hier. Und Geld sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Also ja, ich glaube, das mache ich mal ganz kurz. Wir zoomen wieder hier hin. Zur Pampers-Fraktion, klicken da oben drauf, schicken die 7 Leute weg und lassen nur Kane da ein bisschen Geld verdienen. 800 Dollar alle 60 Sekunden sind trotzdem noch ganz schick. Und so produzieren wir auch nicht ganz so viel Wut da. So, jetzt will ich aber mal gucken, wie schnell das geht. Ich habe doch irgendwo der Hubschrauber-Landeplatz. Weiter rauszoomen kann ich nicht, schade. Ah, hier ist er. Das dauert wohl ein bisschen. Oh, aber die kommen schon irgendwann. Oh, ich höre eine Sprengung. Das wird oben gewesen sein für die Waffenkammer. Zimmermädchen geht oben lang. Sehr schön. Die können wir uns dann auch gleich schnappen. Das muss auch noch aufgestellt werden. Und ich denke mal, sobald wir das Ding da gebaut haben, kriegen wir auch neue Räume freigeschaltet. Es ist hier irgendwie immer so, wir kriegen eine Liste von neuen Räumen. Und sobald wir die gebaut haben und die Gegenstände, die in den Raum gehören. Also wie jetzt auch die Kühlsäcke oder die Schränke und die Etagenbetten. Dann wird das nächste freigeschaltet und so weiter und so weiter. Mal gucken, wie lange das so geht. Vielleicht muss man die Sachen auch später erforschen. Forschen ist sowieso so ein Ding. Da habe ich in den Kommentaren was von gelesen, aber ich sehe hier gar keine Möglichkeit. Wahrscheinlich ist es das Feld. Und es wird erst freigeschaltet, sobald wir den entsprechenden Raum haben. Würde jedenfalls Sinn machen. Du wirst gebaut? Ja, du wirst gebaut. Und ja, ganz viele Angestellte. Sehr schön, so muss das sein. Jetzt müssen die auch nur genug zu tun haben. Im Notfall können die einfach hier unten dran arbeiten. Das müsste uns ja ein bisschen bei der Aufklärung helfen. Und damit da genug Leute arbeiten können, machen wir doch gleich nochmal ein Bedienfeld hin. So. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Und noch eine Speicherbank. Und die Stechuhr. Ich weiß noch nicht, wie sie funktioniert. Aber bauen wir sie einfach mal. Direkt hier an der Tür. So, schon haben die ein bisschen was zu tun. Da kommt jetzt auch die Gefängniszelle. Flupp. Auspacken bitte. Tada. Kann man das irgendwie noch mal ganz bewegen abreißen? Okay, dann suchen wir jetzt mal die Kammerzufe, wollte ich schon sagen. Das Zimmermädchen. Rechte Maustaste und gefangen nehmen, bitte. Klicken Sie hier Informationen über das Fangen-Tag zu erhalten. Okay. Sie können einen Charakter mit im Eigenschaftenmenü mit dem Fangen-Tag markieren. Wenn Sie einen Charakter mit dem Fangen-Tag markieren, geben Sie allen für den Kampf ausgebildeten Bediensteten und Handlangern den Befehl, die markierte Figur in eine Gefängniszelle zu werfen. Haben wir für den Kampf ausgebildete Bedienstete und Handlanger? Also Handlanger ja, aber der ist im Ausland. Die Bediensteten sind alles ganz normale Arbeiter und keine Krieger oder Kämpfer oder Wachen oder was weiß ich. Nur Bauarbeiter, militärische Bedienstete und Handlanger können einen Charakter gefangen nehmen. Ah, Bauarbeiter, das klingt doch gut. In diesem Fall greifen sie ihre Opfer mit im Handgemenge an und fügen dem Gegner Ausdauerschaden zu. Sinkt die Ausdauer seines Opfers auf 0, fällt es bewusstlos zu Boden und wird in die nächste Gefängniszelle geschnappt. Steht ihnen keine freie Gefängniszelle zur Verfügung, werden mit den Fangen-Tag markierte Charaktere zwar immer noch kräftig vermöbelt, aber dann bewusstlos liegen gelassen, bis eine Zelle frei wird. Vorsicht, die Opfer kommen irgendwann wieder zu sich. Okay. Wenn sie ihre eigene Bedienstete mit einem Tag versehen, so ist dieses grün, damit sie im Kampfgetümmel mit feindlichem Geld unterscheiden können. Okay. Also müsste jetzt theoretisch irgendein Bauarbeiter loslaufen. Und die niederprügeln, oder wie? Und was ist, wenn das keine
kein Hausmädchen ist, sondern mal ein Geheimagent oder so. Dann sollten noch ein paar mehr als nur einer losgehen. Ah, das ist alles ein wenig komisch. Vielleicht hätte ich mal doch Lord Kane hier lassen sollen. Weil ich kann den Jungs jetzt ja nicht sagen, ihr drei. Also drüber ziehen, irgendwie markieren. Dann lauft doch mal bitte dahin. Ich denke mal, wir werden jetzt einfach warten müssen, bis sie von alleine irgendwie in die Nähe von einem Bediensteten kommt. Und dann wird sie wieder geprügelt. Okay. Wir brauchen unbedingt auch mehr Handlanger, wie auch immer das geht. Ich denke mal, die werden freigeschaltet, je mehr Ansehen wir haben. So, unsere Goldkammer wird beständig leerer. Davon wollten wir auch eine zweite bauen, stimmt. Das kann ich schon mal einen Auftrag geben. Dumm, 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 dumm. Die können doch mal hier so hin. Kontrollraum, Tresorraum. Vielleicht müssen wir das sogar bauen, damit wir die nächsten Räume freigeschaltet bekommen. Muss ja am Anfang nicht so groß sein. Wir haben ja nicht so viel Geld. Machen wir mal so. Das sieht doch komisch aus. Naja, halt natürlich gebaut. Und Tür kann ruhig in die Mitte, die es nicht gibt. So, ach du gute Güte. Na gut, die Geldkoffer können hier an die Seite, das passt schon. Der Raum befindet sich im Bau. Wir hätten gerne auf jeden Fall eine Standardtür. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Und ein Kofferregal. Wurde in Auftrag gegeben. So, draufklicken. Der Raum des Raums geht weiter. Sehr schön. Drei Leute arbeiten an den Datenbänken, drei unten an den Pulten. Das Stechdingens da ist auch fertig. Was mache ich damit? Fragezeichen? Nein. Stechuhr. Ihre Bediensteten fangen in einem Raum sofort mit dem Arbeiten an. Eine Stechuhr gibt ihnen jedoch genauere Kontrolle darüber. Eine Stechuhr verfügt über einen Regler, den sie nutzen können, um einen Raum bei Bedarf abzuschalten, was besonders nützlich ist, um bei einem Stromausfall Energie zu sparen. Alternativ können sie auch zusätzliche Bedienstete in einen Raum abkommandieren, sodass die Geräte beim Schichtwechsel nie unbemannt sind. Ah, okay. Und wie? Achso, hier. Machen wir mal so. Abnutzung 200. Oh, die Gegenstände gehen kaputt. War ja nicht gut. Regulieren Sie die Anzahl der Bediensteten in diesem Raum. Ich habe es jetzt um zwei Felder nach rechts verschoben. Das heißt, ich hoffe einfach mal, dass da jetzt immer genug Leute sind. Und du bewachst das Ganze, hm? Sehr schön. Das da wird gesprengt. Was ist mit dem Zimmermädchen? Ich glaube, die haben wir jetzt schon gefangen. Ich sehe die nicht mehr rumlaufen. Ja, da wird sie gerade reingebracht. Sehr schön. Aufgabe erfüllt und hoffentlich bald neue Räume. Er hebt die einhändig hoch. Also entweder sind unsere Bediensteten ganz schön stark oder die ist ganz schön leicht. Wir können einen Verhörstuhl bauen. Oh, verklickt. Wenn Sie wollen, dass Ihre Bediensteten auf einen anwesenden Charakter reagieren, müssen Sie diesen mit einem Tag markieren. Ein Rechtsklick auf die Zielperson öffnet das Tag-Menü. Das ausgewählte Tag Das kennen wir schon. Ich wollte jetzt gucken, was das da war. Um an bessere Bedienstete zu kommen, müssen Sie ein in dieser Klasse ausgebildetes Opfer gefangen nehmen und einem Verhör unterziehen, um sein Wissen aus ihm herauszuquetschen. An Gefangene kommen Sie durch die Erledigung verschiedener infamer Aktionen auf der Weltkarte. Wird die Aktion erfolgreich durchgeführt, wird die Geisel in Ihre Basis verschleppt. Sorgen Sie dafür, dass eine freie Zelle zur Verfügung steht. Wird der Gefangene verhört, gehen dessen Fähigkeiten am Ende des Verhörs auf den verhörenden Bediensteten über. Der Bedienstete wird automatisch zum besseren Bediensteten der entsprechenden Klasse. Dieser neue, bessere Bedienstete kann nun sein Wissen durch Ausbildung an andere Bedienstete weitergeben. Okay. Also das Video hatte ich eben gerade aus Versehen weggeklickt. Das Ding ist echt praktisch hier, das Glossar. So, das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell einen Verhörstuhl... Wen habe ich gerade ausgewählt? Oh oh, ich glaube, wir haben gerade den Boss... befohlen, dahin zu gehen. Ist gar nicht gut. So, du kannst ruhig da bleiben und hier rechtsklick. Wir hätten gerne einen Verhörstuhl. Der kann ruhig... Nee. Ihr habt das ja extra so gehabt, dass hier die vier Zellen nebeneinander können. Das ist jetzt doof. Na gut, dann haben wir halt hier hinten in der Ecke einen Verhörstuhl und es passen nur drei Zellen rein. Es gibt auch eine Stechuhr für die Gefängniszelle. Nicht schlecht. Oh, und wir sollten auch eine Tür hier reinbauen. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben.
Wir sollten allgemein überall Türen hinbauen. Außer vielleicht hier in der Kaserne. Da dürfen die feindlichen Agenten ja ruhig reinlaufen. Aber alle anderen Räume brauchen eine Tür, damit die nicht so leicht ausspioniert werden können. So. Da kommt das erste Dynamit. Sehr schön. Du starrst da hinten die Wand an. Und es gab auch einen Kommentar, dass man Räume recht einfach wohl erweitern kann, indem man einfach einen Raum desselben Typs daneben baut. Das heißt, ich werde jetzt nicht nochmal solche riesigen Räume hier in Auftrag geben, sondern erst peu à peu. Das heißt, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich den Raum vielleicht so groß gemacht. Oder noch kleiner und dann das andere später gebaut. Weil es ist ja doch teilweise recht teuer. Gerade so eine großen Räume. Und ich weiß nicht, wie viel Geld wir noch brauchen für andere Sachen gleich. Achso, die Spinde müssen inzwischen fertig sein, ne? Dann sollten wir ganz schnell mehr Leute anheuern. 1, 2, 3. Es wird langsam ganz schön voll in der kleinen Box da. Also mit den Spielfiguren finde ich immer noch tierisch cool. Ja, raus hier. Alle Jungs sind am Arbeiten. Es war auf jeden Fall eine gute Idee, die abzuziehen. Geld verdienen können wir später auch noch. Erstmal ist unsere Basis recht wichtig. Vor allem auch Fallen eigentlich. Also ich hätte gerne ab hier Fallen. Wir wissen aber noch nicht genau, wie das... Giftgaskäfigfalle, Windmaschinenfalle, Papatrappenfalle? Okay. Crashtestpuppe? Ich hoffe mal, unsere Bediensteten können die Dinger nicht auslösen. Also ich glaube, ich baue jetzt einfach mal hier zwei oder ruhig hier hinten an der Ecke. Eins. Zwei davon. Und Giftgas. Giftgas klingt so, als könnte es auch unsere Leute irgendwie beschädigen. Windmaschinenfalle. Okay. Packen wir mal dahin und packen wir mal dahin. Die werden wohl in die Wände eingelassen. Und ich hoffe einfach mal, wenn wir jetzt die Druckplatten mit denen verbinden, dass dann ein Agent rauftritt und während er weiterläuft, werden die aktiviert und pusten ihn irgendwie weg. Dazu sollte ich mir auch mal ein Tutorial-Video angucken, wenn es denn angeboten wird. Oh, das war das Falsche. So. Objekte Sicherheit. Nö. Ereignisse, Räume, Schnittstellen. Verschiedenes. Nee, das kommt wohl erst später. Kann man das hier noch weiterklicken? Nö, auch nicht. Schade. Aber ich denke mal, sobald wir die Dinger gebaut haben, wird es dazu ein Video geben. Oh, Verhördingens ist da. Pause. Wie machen wir das jetzt? Können wir dich jetzt verhören? Eliminieren der Gefangenen. Schick den Gefangenen zu einem Verhörgerät. Das klingt doch gut. Zu dem da. Achso, rechte Maustaste. Nee. Klick. So, und schon haben sie das Verhören-Tag. Sehr gut. Das heißt, wir haben bald Angestellte, die in solchen Outfits rumlaufen. Was ein wenig komisch aussehen dürfte, da wir nur männliche Angestellte haben. Aber ich bin für Gleichberechtigung. Schauen wir da mal. Du läufst einfach nur dahin. Ich hätte ganz gerne Wachen gefangen genommen. Weil es stand ja auch auf der Weltherrschaftskarte, dass Militäreinheiten und Wachen mehr Geld stehlen als die normalen. So, oh, da wird ein Sensor aufgebaut. Sehr gut. Dann werden wir gleich noch warten müssen, bis die erste Falle da ist. Und dann probieren wir mit dem Verknüpfen mal, wie das funktioniert. Randaliert ganz schön. Mal gucken, wie er das anstellt. Ach, sie kommen freiwillig mit. Sehr gut. Mir ist auch aufgefallen, dass unsere Bediensteten nicht wirklich bewaffnet sind. Das finde ich eigentlich nicht irritierend. Vielleicht kommt das erst später. Was zur Hölle? Ah, okay. Ganz schön komische Kung-Fu-Moves, die da drauf haben. Und sie wird gefoltert mit Musikinstrumenten. Und man sieht solche Symbole von ihr zu ihm fliegen. Und das sind Haarkämme, Betten, tanzende Frauen. Oh, Feuer. Na gut, das müssen wir uns nicht antun. Das können unsere Minions machen, da müssen wir nichts mit zu tun haben.
Und du, wie machen wir das jetzt mit dir? Neue Objekte stehen zum Kauf bereit. Neue Raumentwürfe stehen zur Verfügung. Überwachungskamera, oh, das klingt gut. Sicherheitszentrale, Sicherheitslautsprecher. Ausbildungsraum, wow. Die Weltherrschaftskarte bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, sich an den Schätzen der Welt zu bedienen, sondern kann auch helfen, Ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. Er steigt am schnellsten durch infame Aktionen. Manche infame Aktionen bringen Ihnen auch unglaublich wertvolle Beute ein. Die meisten infamen Aktionen lassen sich nur aufdecken, wenn Sie Bedienstete in der Region haben, die sich an Verschwörungen beteiligen. Wählen Sie die Option Verschwörung aus dem Regionsbildschirm, um Ihre Bediensteten infame Aktionen aufdecken zu lassen. Je mehr Bedienstete sich in einer Region befinden, desto schneller können sie infame Aktionen aufdecken. Wählen Sie daher Ihre Truppen mit Sorgfalt aus. Es gibt infame Aktionen, die so unglaublich sind, dass Sie diese erst aufdecken können, wenn Sie einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt haben. Okay.